Im für den heutigen Sonntag Katate vorgesehenen Bibeltext wird geschildert, wie der Tempel von Jerusalem unter großem Jubel der Leviten, Priester und der ganzen Gemeinde eingeweiht wurde. In einem ersten Akt brachten sie gemeinsam die Bundeslade und die Stiftshütte in den neu gebauten Tempel hinein. Ich lese aus dem zweiten Chronikbuch von den Kapitel 5 die Verse 2 bis 6. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, die Häupter der Stämme und Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten in die Stadt Davids. Das ist Zion. Und es versammelten sich bei dem König alle Männer Israels zum Fest, das im siebten Monat ist. Und da kamen alle Ältesten Israels und die Leviten und hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem ihren Gerät, das in der Stiftshütte war. Und es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die vor der Lade versammelt war, opferten Schafe, so viel man sie nicht zählen und berechnen konnte. Bei der Einweihung ihres Tempels in Jerusalem ist es dem König und den versammelten Stammesfürsten und Familienoberhäuptern wichtig, dass die zentralen Symbole aus Gottes großer Heilsgeschichte in das neue Gotteshaus gebracht werden. Die Bundeslade erinnerte sie daran, wie Gott mit Mose am Sinai einen Bund mit dem ganzen Volk geschlossen hatte. Die Lade hatte sie den ganzen Weg aus der Unterdrückung in Ägypten in die Freiheit des verheißenen Landes geführt. Die Stiftshütte hatte ihnen auf diesem Weg als ein transportables Zeltheiligtum gedient. Sie war ein Unterpfand dafür, dass Gott inmitten des Volkes wohnen wollte. Für uns Christen ist Jesus Christus zu diesem Unterpfand geworden. Heißt es doch im Prolog des Johannesevangeliums, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Gott will sich an uns binden. Er will uns nahe sein. Deswegen ist es so wichtig, dass die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen auch in unseren Kirchen vergegenwärtigt wird. In den Plastiken, den Kirchenfenstern, in den Gemälden. In unserer Johanneskirche erinnert ja ein großes Gemälde im Altarraum an die Bergpredigt Jesu, in der er Gottes heilvolle Nähe über die Menschen ausruft. So etwa, selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Thank you.
einem zweiten Akt wurde die Lade im Allerheiligsten des Jerusalemer Tempels aufgestellt. So heißt es in den Versen 7 bis 10 des Chroniktextes: Da brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an die Stätte, in den innersten Raum des Hauses, in das Allerheiligste unter den Flügel der Cherubim. Dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber war so lang, dass man ihre Enden vor dem Allerheiligsten sah, aber von außen sah man sie nicht. Und sie war dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten auszogen. Als Gott Mose am Berg Sinai, der auch Horeb heißt, den Auftrag gab, die beiden Tafeln des Bundes in die Bundeslade zu legen, wollte er deutlich machen, dass mit seiner Bindung an das Volk auch ein Anspruch an sein Volk verbunden ist. Die darauf geschriebenen 10 Gebote sollten es anleiten, treu bei seinem Befreier zu bleiben. Und die von ihm geschenkte Freiheit sorgsam zu bewahren. Aus der Unterdrückung in Ägypten befreit zu sein, aber nun selber den Nächsten zu verleumden oder zu berauben, das wäre für das Gottesvolk wahrhaft unwürdig. Gottes Nähe im Tempel beinhaltet einen ethischen Anspruch. Um das nicht zu vergessen, blieben die Stangen der im Allerheiligsten aufgestellten Lade immer noch für die Priester im Tempelgebäude sichtbar. Aber was würde passieren, wenn die Israeliten ihrem Gott untreu und seine Gebote übertreten würden? Auch für diesen Fall hatte der barmherzige Gott schon in der Stiftshütte vorgesorgt. Er würde einmal im Jahr beim großen Versöhnungstag zwischen den Cheruben und der Lade, die zusammen so etwas wie einen Gnadenstuhl ausmachten, erscheinen, um auf das Bußbekenntnis der Gemeinde hin alle ihre Sünden zu vergeben. Der Apostel Paulus erkannte, Christus ist der Gnadenstuhl des Tempels geworden, als er am Kreuz die Sünden der Menschen auf sich nahm. Darum symbolisiert für uns Christen das Kruzifix auf dem Altar, die vergebende Nähe Gottes in der Kirche. Thank you.
Schließlich fand auf dem Vorplatz vor dem Tempelgebäude ein festlicher Gottesdienst statt. Herrliche Musik erklingt, Psalmen werden zum Lobe Gottes gesungen und Trompetensignale erschallen. Und wirklich, Gott erscheint und nimmt sein neues Haus in Besitz. So hören wir aus den Versen 11 bis 14. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilungen geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Harfen und Leiern. Und bei ihnen 120 Priester, die die Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete, und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, ja, er ist gütig und seine Gnade währet ewiglich, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht mehr zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Dieser große festliche Gottesdienst zur Einweihung des Jerusalemer Tempels ist durchflutet von Musik, so wie auch unsere Andacht heute zum Sonntag Kantate. Alle beteiligen sich daran, alle drei levitischen Chöre, die Sängerchöre, alle Priester, sogar die, die gar keinen Dienst hatten, und die ganze große Gemeinde. Wir hören von den begleitenden Musikinstrumenten, den Zimbeln, Harfen und Leiern, dazu von einem großen Chor mit 120 Trompetenbläsern. Man kann sich diesen vielfarbigen Klang gar nicht lebhaft und nicht wogend genug vorstellen. Die Musik hat nun zwei wichtige Dinge mit dem Gebet gemeinsam. In beiden wächst der Mensch über sich hinaus, dem Himmel entgegen. Und in beidem finden die vielfältigen menschlichen Stimmen zu einem einzigen Klang zusammen, der sich zu Gott erhebt. Und dabei kann die Musik dem menschlichen Leid und der menschlichen Freude vor Gott Ausdruck verleihen, der über das hinausgeht, was wir mit Worten ausdrücken können. So vereinten sich einst in Jerusalem die Instrumenten und Chöre zu einem jubelnden Gotteslob. Lobet den Herrn, ja, er ist gütig und seine Gnade währet ewiglich. Gott hat Wort gehalten. Er hat die Mose gegebenen Verheißungen wahrhaftig erfüllt. Trotz aller Schwierigkeiten und Rückschläge hatte er das aus Ägypten befreite Volk unter David und Salomo eine gesicherte Heimat finden lassen. Ihm sei Lob und Dank. Und nun geschieht etwas Wunderbares. Noch während der Jubelgesang aufbraust, füllt sich das Tempelgebäude mit einer geheimnisvollen Wolke und in sie verhüllt nimmt die Herrlichkeit Gottes vom Tempel Besitz. Gott lässt sich von den Klängen der Musik bewegen. Er reagiert auf den Lobgesang der Gemeinde. Er kommt spürbar nahe. Er will ihr begegnen. Was bei der Einweihung des Jerusalemer Tempels geschah, gilt auch für alle unsere Gottesdienste. Sie sind Begegnungen mit Gott. Der dreieinige Gott begegnet uns Christen in seinem Wort und seinem Sakrament. Und wir begegnen Gott, indem wir uns durch Musik, Gesang und Gebet
zu ihm ausstrecken. Das ist das Geheimnis des Gottesdienstes, den wir bald hoffentlich wieder in leiblicher Anwesenheit feiern können. Amen. Wenn Mund und Herz zusammenstimmt,
Ertrag, vergib in Liebe und Freud, wie Christus auch getan. Sei dankbar, liebe Gottes Wort, so macht dein Lebenslauf den lieblichsten Akt. Thank you.